Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander. Liebe Grüße, Nico. Ich bin gerade drüber über der Reparatur vom Nico sein Einspeiser. Das ist ein... was ist das? Soyuz Source? Ja, hier, vielleicht bringt euch das was. Keine Ahnung. Wer so ein Ding hat hier... Oh, warte mal, ich zeig's euch hier nochmal das Ding. Griptight in Mikroinverter, 1000 Watt und 24 Volt. Unten habt ihr nochmal die Website. Und hier war folgendes Problem, hat eben seinen Dienst verweigert. Einfach so. Und ich habe noch ein bisschen rumgesucht, erst nichts gefunden. Und dann habe ich aber, Moment, so, jetzt sind wir wieder. Und dann habe ich erstmal gesehen, dass der Varistor hier gesprengt war. Das ist der hier hinten, das blaue Ding. Also hier ist quasi so eine kleine extra Platine. Und die ist dafür da, die tut aus dem Netzstrom, schaltet die quasi, ja, dieses Relais hier frei, damit du einspeisen kannst. Ne? Damit, wenn hier kein Netz da ist, damit er eben nicht funktioniert. Falls das Netz mal weg ist, dass die Elektriker keine gefledert kriegen. So, den habe ich gewechselt, ging immer noch nicht. Dabei hatte ich aber die Platine ausgebaut und unterhalb der Platine, unten dran, steht, dass die Sicherung, das ist dieses braune Bauteil hier auf eurer Platine, ist das hier ganz vorne neben dem Stecker. Warte mal. Hier neben dem Stecker, wo jetzt hier die zwei roten Kabel hingehen, da wäre dieses Bauteil hier. Das ist die Sicherung, die unten beschrieben ist. Ist eine 1,25 Ampere Sicherung. Ich habe jetzt hier einfach einen Sicherungshalter eingelötet, weil ich so eine Sicherung nicht da habe. Und habe eine 1 Ampere Sicherung reingemacht. Die Hauptsicherung ist hier unten. Ne, also ich will euch das nur zeigen, nicht, dass ihr hier Sicherung prüft und sagt, ja, geht ja alles und können wir wegschmeißen. Ne? Nee, hier in meinem Falle, ich vermute, dass hier irgendwie eine Überspannung war oder der Blitz irgendwas, weiß ich, bei irgendwo eingeschlagen hat, dass eben der Überspannungsschutz hier, der Varistor ist ein Überspannungsschutz, der ist gekommen, der hat seine Arbeit erfüllt, aber sie haben hier nochmal extra eine Sicherung als Kondi getarnt versteckt. Naja, haben wir gefunden. Und wie gesagt, es ist einfach nur auf der Platine. Die könnt ihr quasi einfach rausschrauben. An die 230 Volt ran. Und dann müssen hier an dem Ausgang 12 Volt anliegen, die eben hier das Relais schalten. Ja, im Grunde genommen war es das schon. Ne? Also wenn ihr hier mal sowas, so einen Inverter habt, nicht gleich wegschmeißen. Ich habe hier eine normale Kfz-Sicherung reingemacht mit einem Sicherungshalter. Ja, an den Varistor habe ich... Liebe Grüße an Micha an der Stelle, vielen Dank nochmal. Der war im Hangout und hatte den passenden gerade daheim. Ich hatte den nicht. Und ja, also die blauen Dinger hier, das sind nicht immer Kondis. Ich dachte, oh, das sind alles Kondis. Na egal, es sind Varistor und ja, wollte ich mit euch einen Weg geben, dass man diese Einspeiser hier oder Gegenspeiser oder wie man das nennen will, dass man die in dem Falle ganz leicht reparieren kann. Ich habe natürlich die MOSFETs alle durchgemessen und alles, das ist klar, das müsst ihr natürlich vorher machen, da darf hier nichts weiter kaputt sein. Und ja, dann sind es nur die zwei Bauteile im Endeffekt, ne? Ja, was kaputt gegangen ist. Hat seinen Dienst getan, also würde ich sagen, nicht, zumindest mal im Überspannungsfall ist das Gerät hier von der Firma, ups, Soyuz Source, die kriegt ihr glaube ich bei AliExpress. Also ich will ja keine Werbung machen, ich habe das Ding selber nicht in Benutzung, ne? Aber Überspannungsschaltung funktioniert schon mal. Ne? Also das ist bei vielen Geräten ist das nicht der Fall. Da brennt euch die ganze Bude ab. Hier in diesem Fall hat es funktioniert. Top, super. Ja, dann baue ich jetzt wieder zusammen. Ich hoffe mal, Nico hat viel Freude damit. Und wenn es wieder mal ist, weiß ich jetzt, wo ich gucken muss. Ne? Einfach hier die kleine Platine baut er euch raus. Und dann seht ihr meistens schon hier, dass geplatzt ist irgendwas oder so. Und ja, gut. In diesem Sinne, tschüssi.